Angebote, die kann man nicht ablehnen. Und egal, ob es einen nun der Pate, Scarface oder die GTA-Reihe angetan hat. Mafia für den C64 bleibt einfach der Pionier unter den Gangsterspielen. Das Spiel versetzt einen in das Chicago der 20er Jahre, in dem Alkohol verboten und Waffen so alltäglich wie heute Handys waren. Das Ziel besteht darin, zum Chef der Unterwelt aufzusteigen. Damit dies gelingt, muss man sich von kleinen Jobs wie zum Beispiel Türsteher oder Kopier bis hin zur ganz großen Nummer hocharbeiten. Nachdem Name für Spieler und Bande eingegeben sind, werden die Fähigkeiten des Spielers durch den Zufallsgenerator ermittelt. Von diesen Werten hängt der Schwierigkeitsgrad für den Spieler ab. Denn wer dumm und nicht gerade brutal ist, hat es verdammt schwer. Alles findet auf dieser Karte statt, durch die man sich mit der Tastatur bewegt. Kritikpunkt hier, mit dem Joystick lässt sich das Ganze leider nicht steuern. Die Grafik kommt relativ bescheiden daher, sowohl die Stadt als auch die Kämpfe bieten wenig Abwechslung auf Dauer. Zum Sound bleibt wenig zu sagen, da er kaum vorhanden ist. Und wenn doch, dann kann er ziemlich nervtötend sein. Naja, wenigstens findet man sich zurecht. Im Vordergrund steht eh das Gameplay. Wichtig für eure Gangsterkarriere ist der Pub. Mit kleinen Jobs verdient ihr hier euer erstes richtiges Geld. Vertickt euren Alkohol oder macht euch später auf die Suche nach Schergen für eure Gang. Beim freundlichen Waffenhändler um die Ecke könnt ihr euch mit allerhand Equipment wie zum Beispiel Wurfsternen, Gewehren oder Maschinenpistolen eindecken. Der Schießstand und das Trainingscamp machen euch hierbei vom Zufallsgenerator ein wenig unabhängiger, da ihr hierbei eure Fähigkeiten verbessern könnt. Auf der Bank befindet sich euer Geld. Ihr müsst nur nachts heimlich einsteigen, um es zu holen. Nach dem Knacken des Tresors mit den F-Tasten werdet ihr entsprechend entlohnt. Dies ist auch die mit Abstand einfachste Variante im Spiel Geld zu machen. Ansonsten bleibt einem nur, sich den Erfolg buchstäblich auf der Straße zu verdienen. Das Kampfsystem ist simpel. Zuhauen kann man nur, wenn man direkt am Gegner steht. Da die meisten blöderweise bewaffnet sind, ist man meistens tot, bevor man an ihn rankommt. Deswegen lohnt sich die Investition in eine fette Maschinenpistole, ein Gewehr oder einen Revolver, die sich durch Reichweite, Trefferwahrscheinlichkeit und Wirksamkeit unterscheiden. Die Schießereien werden formschön durch ein Sternchen dargestellt, welches entweder den Gegner trifft, verfehlt oder im Niemandsland verschwindet. Aber der größte Kampf, geradezu das finale Showdown, ist der Kampf Leibwächter-Bürgermeister gegen die eigene Mafia. Man beachte, wie ungeheuer tapfer unsere Gang sich den Leibwächtern entgegenstellt, um schließlich auf den Bürgermeister zu treffen. Der Bürgermeister, welcher einem klar überlegen ist. Hallo, ihr seid zu fünft. Und dennoch in jeder Hinsicht übermächtig ist. Er hat nicht mal eine Knarre. Dem man aber nahezu chancenlos entgegentritt. Ey, ihr habt Maschinenpistolen, Handgranaten und er hat nicht mal eine Knarre. Okay, aber er ist dafür verdammt schwer zu treffen. Mann, der läuft doch direkt auf euch zu. Jaha, aber wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr erst beim nächsten Mal. Hey, verpasst nicht, wie wir im zweiten Teil komplett ausrasten und Chicago total unsicher machen.